auf der Liste der Wörter des Jahres 2015 in Österreich steht an zweiter Stelle ein interessanter Begriff. Es steht doch das Wort Intelligenzflüchtling. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Das ist jemand, der absichtlich falsche Informationen weitergibt und damit anderen schadet. Oder wer sie unkritisch weiterverbreitet. Selbstverschuldete Unmündigkeit, Intelligenzflucht. Es gibt dafür im Moment aktuell Beispiele, zum Beispiel auf Facebook, wenn berichtet wird, ein Trupp von Flüchtlingen hätte in einer Unterführung in Traunstein ein deutsches Mädchen vergewaltigt, was sich bei Nachfragen herausstellt, dass es überhaupt nicht stimmt. In Traunreuth gibt es dann nicht in Traunstein und so. Ist immer etwas Halbwahres, ein Körnchen ist dran, aber der Rest ist im Grunde genommen erfunden. Intelligenzflucht. Als ich das hörte und las, wurde ich erinnert an den Anfang unseres Evangeliums. Vielleicht hat es sich gewundert, das ist ein merkwürdiger Beginn für ein Evangelium. Normalerweise hören wir immer das Wort, das folgt dann auch im Laufe dieses Textes in jener Zeit. Heute stellt uns die Lesung des Evangeliums zwei Dinge zusammen. Ganz den Anfang des Lukas-Evangeliums und dann das öffentliche Wirken, der Beginn des öffentlichen Wirkens bei Lukas in seiner Heimatsynagoge in Nazareth. Intelligenzflucht hat man dem Evangelisten Lukas vorgeworfen. Und ich habe den Eindruck, das sickert allmählich auch in das Bewusstsein der Gläubigen ein. Wir können den biblischen Texten nicht vertrauen. Das setzt sich so aus Anhaltspunkten zusammen. Das Wenigste ist historisch. Und das ist alles irgendwie zusammengebastelt. Also Lukas ist so ein Intelligenzflüchtling. Man kann das bei Bibelwissenschaftlern nachlesen. Inzwischen ergeht es dem Lukas ein wenig besser, aber Lukas ist ein gutes Beispiel dafür, weil es ihm besonders schlecht erging. Man hat gesagt, der Lukas ist ein Auftragsschriftsteller. Der spricht die Exzellenz Theophilus an, das ist eine hochgestellte Persönlichkeit. Für den wird das Evangelium geradezu mundgerecht geschrieben. Das ist Ideologie der 70er, 80er, noch 90er Jahre. Ich betrachte es heute als eine Gnade, dass ich nicht solche biblischen Lehrer hatte, die solche Ideologie vertreten haben. Aber man begegnet ihr ständig in der Literatur, und das ist oft so, 20 Jahre später lesen wir es im Spiegel oder sonst irgendwo. Das sickert tief in das Bewusstsein der Menschen ein. Wir feiern Weihnachten, wir hören die Botschaft von Bethlehem und gleichzeitig lesen wir überall in den Feuilletons, so blöd werdet ihr ja wohl nicht sein und das glauben, dass das in Bethlehem stattgefunden hat. Es muss ganz woanders gewesen sein. Am Schluss, wenn man das zusammenkocht, steht man vor der Entscheidung freier Erfindung. Also Lukas hatte Langeweile oder brauchte das Geld, setzt sich hin und schreibt ein Evangelium, so wie es ihm passt. Oder das, was Lukas schreibt. So schreibt ein Historiker, der beginnt ein solches Werk so. Es gibt Parallelen dafür. Und interessant ist, dass Lukas als historische Quelle, wie viele andere neutestamentlichen Schriften, außerhalb der Kirche, als historische Quelle ernst genommen wird. Nur zuweilen nicht von Bibelwissenschaftlern. Schade. Wir sollten ihn ernst nehmen. Denn Lukas versteht sich selber so. Er hat wirklich gründlich nachgeforscht. Er hat die Augenzeugen befragen können. Und so hat er es gesammelt. Es hat sich in unseren Tagen erfüllt, schreibt Lukas. Und das ist unser Verbindungsstichwort zu dem Geschehen dessen, wir werden am nächsten Sonntag noch die Reaktion hören, die Nachfolge dessen, was das auslöst, dass Jesus selber von sich sagt, das ist übrigens etwas ganz Einmaliges. Das hat es vorher nie gegeben. Ja, nach der Tora werden die Propheten gelesen in der Synagoge und dann gibt es ein Wort der Auslegung. Aber dass sich einer hinsetzt, und dann sagt, heute hat sich dieses Wort erfüllt, und zwar an mir. Das ist geradezu atemberaubend.
Dieses Wort erfüllt sich an mir. Was bedeutet dieses Erfüllen? Wenn man heute die alttestamentlichen Bibelwissenschaftler befragt, so mögen sie dieses Wort nicht. Sie sagen, das Alte Testament ist ja nicht nur geschrieben, damit sich irgendwas erfüllt. Natürlich, das stimmt. Weder im Propheten Jesaja, ab dem Kapitel 40 etwa, wo von dem Gesalbten Gottes die Rede ist, von dieser eigentlich dunklen Gestalt des Gottesknechtes, des leidenden Gottesknechtes, bis zu dem Gesalbten im Kapitel 61, und Jesus zitiert das, hat daraus gelesen, der die Armen befreit, dem Blinden das Licht gibt, und die Qumran-Texte ergänzen an dieser Stelle, der die Toten auferweckt. Niemand im Umfeld des Propheten Jesaja oder noch der Prophet selber wusste, das wird Jesus von Nazareth sein, der dann und dann geboren wird. Und daraufhin wird das geschrieben. Propheten, wir haben das schon einmal bedacht an den letzten Sonntagen, sind nicht einfach Wahrsager. Aber Propheten sind solche Gestalten, die mit Gott vertraut sind, die Gott kennen, seine Art, wie er sich hineingibt in diese Welt, wie er spricht, wenn wir das so sagen dürfen, wie Gott denkt, welche Wege er mit dem Menschen geht. Und aus diesem tiefen Wissen und Erkennen schreiben sie ihre Worte auf, das Wort Gottes. Das ist der Anhaltspunkt dafür, dass Jesus von sich sagen kann, heute hat sich an mir dieses Wort erfüllt. Und die Apostel werden diesem Wort nachgehen, diesem Wort von der Erfüllung in Jesus. Zu diesem Augenblick, wenn sie ihn begleiten, wissen sie es noch nicht. Sie müssen belehrt werden. Gerade Lukas legt großen Wert darauf. Nach der Auferstehung müssen sie Gottes Geist empfangen, um die Schriften zu verstehen. Dass sich ihnen die Augen öffnen für die prophetischen Worte, für das, was im Alten Testament schon gesagt ist von Christus, damit sie es erkennen können. Wir sollten uns abgewöhnen, uns zu sehr beeinflussen zu lassen von dem, was geschrieben wird oder wenn schon darunter steht, ist wissenschaftlich erwiesen. Das kann alles und jedes heißen. Wir sollten den Augenzeugen vertrauen. Und das ist das, was wir an diesem Sonntag lernen müssen. Wir sollten einem Mann wie Lukas vertrauen. Er hat gründlich nachgeforscht und er legt es uns dar. Wir sollten Jesus vertrauen. Das ist kein Konstrukt, sondern Jesus ist eine konkrete Person, der von sich sagt, an mir erfüllt sich dieses Wort, das Wort des Propheten Jesaja. Und die ersten Christen haben es sehr wohl verstanden. Gerade diese Zuspitzung, die Jesus im Lukas-Evangelium vornimmt, die Armen ins Recht zu setzen, die Unschuldigen zu befreien, das ist die Lebensart der frühen Christen gewesen. An dieser Lebensart, auch an ihrem einfachen Lebensstil bis hin zur Armut, konnte man ablesen, dass sie diesen Jesus verstanden haben, dass sie sich ihm zuwenden als dem Gesalbten Gottes und ihn anerkennen. Weder Lukas, liebe Schwestern und Brüder, noch die frühen Christen waren Intelligenzflüchtlinge. Sie waren alles andere. Sie haben sich dem Wirken des Geistes Gottes überlassen. Und wir sollten uns auch heutzutage nicht zu Intelligenzflüchtlingen machen oder schreiben lassen. Denn das sind wir nicht. Wir dürfen diesen biblischen Texten sehr wohl vertrauen und der Stimme Jesu, die aus ihnen spricht. Und wenn wir beginnen zu vertrauen, beginnen wir hoffentlich auch endlich danach zu leben.